einmal in meinem Leben in einem Action. Dazu habe ich euch mitgenommen und ich habe hier meine Ausbeute, die ich euch jetzt zeigen werde, denn das haben sich ganz, ganz viele auf Instagram gewünscht. Als kleine Inspiration für euch, ich würde sagen, wir starten durch in dieses Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Hier ist meine Tüte, ja, von Depot. Muss auch keiner verstehen. Nein, die habe ich immer im Auto und deshalb habe ich da meinen Einkauf reingepackt. Ich wollte jetzt keine zusätzliche Tüte kaufen. Und ich habe um die 70 Euro ausgegeben, also knapp 70 Euro. Ja, ich hole mal alles raus und dann zeige ich euch, was es geworden ist. Es sind auf jeden Fall ganz, ganz viele tolle Schätze dabei. So, ich habe gerade den Lachflash des Jahrtausends bekommen wegen diesem Produkt hier. Ich habe jetzt nochmal neu angefangen. Dazu kommen wir später, sonst kann ich ja dieses Video nicht ordentlich abdrehen. Sorry erstmal wegen meiner nasalen Stimme. Es klingt schrecklich, ich weiß es, aber ich bin noch etwas erkältet. Ihr wolltet aber unbedingt sehen, was ich gekauft habe. Also seht's mir etwas nach. Und warum spreche ich schon wieder so mit meinen Händen? Ja, vielleicht, weil ich eine kleine Italienerin bin mit dem Namen Heidi. Okay, ich versuche mich zu konzentrieren und die Hände einfach mal ja, hier unten zu lassen. Also, ich habe verschiedene Produktkategorien, Küche, Kinder, Lebensmittel und zeige euch die ersten Schätze, ja, worüber ich selbst sehr verwundert war, als ich in den Action gegangen bin, denn ich bin normalerweise nie so, dass ich nach Porzellan schaue, Gläsern und so weiter. Wir haben genug. Aber diesmal ist mir das extrem aufgefallen im Action, dass die so, so viel und schönes Porzellan haben. Also Dinge für die Küche einfach, Schälchen, Gläser und alles sehr, sehr günstig. In diese Schälchen hier total verliebt. Und zwar haben sie diese Ornamente mit diesem wunderschönen Farbton. Das sind jetzt die kleinen Schälchen. Davon habe ich 6 Stück mitgenommen. Und ich habe auch von den großen 6 Stück mitgenommen. Dann eben gleich auch wieder hier mit diesen wunderschönen Ornamenten drinne. Und da habe ich mir überlegt, dass die für den Salat ganz gut passen. Die hier für Oliven zum Beispiel oder Erdnüsse. Einfach, dass man die so auf den Tisch stellt, wenn man zum Beispiel Gäste hat und das dann eben alles schön dazu passt. Also ich finde die so, so schön und für den Preis, also die musste ich einfach mitnehmen. Das hat mir so gefallen, allgemein dort wirklich die Sachen, wie zum Beispiel diese Glaskaraffe hier. Also der Preis war wirklich der absolute Wahnsinn. Die sieht so, so hochwertig aus. Wenn man das dann so auf den Tisch stellt, mit ein paar Zitronenscheiben drin, Wasser eben oder einen leckeren, frisch gepressten Saft. Also das macht schon Mods was her für den Preis. Also schaut es euch unbedingt an. Die ist wirklich sehr, sehr hochwertig auch verarbeitet. Also da bin ich echt glücklich, dass ich diese Schnapper hier ergattert habe. Ansonsten habe ich noch diese beiden Sachen hier gekauft. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Die gab es auch noch in Weiß. Damit habe ich mir Folgendes überlegt. Und zwar möchte ich die ins Bad stellen. Einmal diese Schale hier. Da sollen dann vielleicht so Seifen rein oder ja, Potpourri, irgendwie sowas. Und hier, ja, muss ich mal schauen. Also als Zahnputzbecher fast zu schade, aber ich fand die Kombi total schön, wenn man das dann so aufs Waschbecken stellt. Ja, hat mir sehr gut gefallen und vor allen Dingen auch hier wieder der Preis hat mich natürlich sehr angesprochen. Weil wir jetzt hier gerade Porzellan und so weiter hatten, noch diese beiden Sachen hier mitgenommen. Die kaufe ich immer wieder, einfach fürs Waschbecken.
ja, nichts Besonderes. Und das hier habe ich mir jetzt mal nachgekauft. Das hat auch nur 99 Cent gekostet. Das hatte ich das erste Mal schon gekauft, war sehr zufrieden damit. Und deshalb habe ich es mir nachgekauft. Dann durfte Backpapier mit, also auch nichts Besonderes, aber für den Preis einfach unschlagbar. Das haben wir einfach auch immer zu Hause. Naschereien zeige ich euch später, würde jetzt auch zu der Kategorie Küche passen. Aber wir machen mal hier weiter. Und zwar habe ich eigentlich einen Kulturbeutel gesucht. Nicht so einen, sondern einen festen. Denn ja, für mich geht es ja bald wieder nach Italien zu meiner Mama. Und den ich habe, den habe ich wirklich schon viele, viele Jahre. So sieht er auch aus und deshalb war ich auf der Suche nach einem neuen. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht das, was ich gesucht habe, denn ich wollte einen festen haben, in dem man dann das Shampoo reinstellt zum Beispiel oder eben die Zahnpasta, Zahnbürste. Und das ist dann eher ein Make-up-Täschchen, aber das gefällt mir so, so gut. Das ist so, so weich und da auch wieder die Farbe sehr, sehr ansprechend. Und für den Preis musste das einfach mit. Fürs Badezimmer habe ich einen kleinen Eimer gekauft, also fürs Gäste-WC, sagen wir es mal so. Denn da steht ein kleiner Eimer, der schon 10 Jahre alt ist und unten der Rand gar nicht mehr schön aussieht. Also ja, deswegen durfte der hier mit für, ich glaube, knapp 4 Euro auch ein Schnapper. Für die Kinder habe ich Geodreiecke mitgenommen. Die haben nämlich tatsächlich gefehlt letzte Woche hier im Haus. Und die gehen ja doch relativ schnell kaputt, also die Spitzen. Und dann kann man leider nicht mehr so viel damit anfangen. Kleber durfte noch mit für die Jungs. Und dann habe ich mir noch diese Stifte hier mitgenommen. Diese goldfarbenen Stifte, die waren auch wirklich vom Preis her unschlagbar. Und ich bastel ja eigentlich sehr gerne, bastel auch Karten sehr gerne selbst. Und deshalb die Stifte und diese Blöcke hier. Damit, also das ist wirklich der Wahnsinn, ich hatte das letzte Mal schon mal so einen Block mitgenommen, kann man so, so viele schöne Karten selbst basteln. Die haben so ein tolles Layout. Schaut euch das mal bitte an. Also das ist wirklich der absolute Wahnsinn für den Preis, wenn ihr euch da einfach ein Blatt abmacht. So, dieses Transparente hier und unten drunter ist dann so eins. Ihr macht euch einfach so ein Blatt ab und dann schreibt ihr hier hinten drauf was Schönes und könnt es eben schön verschenken. Man könnte auch noch ein schönes Bastband zum Beispiel dran machen und dann hat man eine wunderschöne Karte selbst kreiert und hat nicht Unmengen an Geld ausgegeben. Und dann habe ich noch diese Sticker hier mitgenommen, die fand ich auch sehr, sehr schön und sehr interessant für mein Bullet Journal. Sehr, sehr schön. Eins, ja, für mich und eins für mein Patenkind. Da wird sie mit Sicherheit auch viel Freude daran haben. Und ansonsten habe ich dem Lissandro noch Skisocken mitgenommen. Das war auch eher Zufall, dass ich die gesehen habe. Ich hatte euch ja gefragt, ob ihr vielleicht irgendwie ein Geschäft kennt, in dem ich die Sachen für Lissandro kaufen kann für seinen Skiurlaub. Er fährt ja mit der Schule weg und wir sind jetzt nicht so die Pros, was Skifahren betrifft. Und ich wollte da auch nicht Unmengen an Geld ausgeben, weil wir eben, wie gesagt, nicht Skifahren. Und ja, dann sind mir die in die Hände gefallen. Dachte ich mir auch, komm, die nimmst du mal mit. Die sehen echt gut aus, sehen auch schön dick. Und ja, dann ist er auf jeden Fall schön gewärmt. Und ansonsten habe ich noch was zum Naschen mitgenommen, Nüsse. Und die hier, die liebt der Max. Das sind einfach Rosinen und außenrum ist eben Schokolade. So, und jetzt kommen wir zu dem Produkt, weswegen ich vorhin so lachen musste. Ich habe voll einen Lachflash bekommen, weil ich euch versucht habe, das Teil zu erklären, aber irgendwie nicht weitergekommen bin. Also ich hole es mal eben. Und zwar ist es dieses Teil hier. Und zwar habe ich schon sehr, sehr lange etwas für unsere Abstellkammer gesucht. Also wir nennen es Speis. Quasi der Raum, der neben der Küche ist. Und da bewahrt man ja alles Mögliche auf. Also Bügelbrett, Bügelwäsche, Kochbücher, Lebensmittel logischerweise, Getränke. Und ich habe eine Aufbewahrung gesucht im Internet und bin irgendwie nicht fündig geworden. Das war alles so ultra teuer. Und plötzlich stehe ich vor diesem Teil. Es gewinnt jetzt natürlich keinen Schönheitspreis, ich weiß. Aber es ist sehr, sehr praktisch. Da sind eben auch Rollen drin, sodass man das ja an die eine Ecke stellen kann oder an die andere. Ist ja ganz egal und dann kann ich hier eben ganz viel aufbewahren. Vielleicht sogar Kartoffeln oder Zwiebeln, Knoblauch, was weiß ich. Aber viel mehr für den kleinen Krutsch, den man eben so hat. Kennt ihr bestimmt. Jo, und dieses Teil hat auch nur knapp 12 Euro gekostet, worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe und es direkt mitgenommen habe. I know you want to, want to.
Jo, und das war es jetzt eigentlich soweit von meinem Einkauf. Ich muss dazu sagen, dass wir dann noch zu TK Maxx gefahren sind. Da habe ich so, so schöne Sachen gekauft. Lasst mich das gerne wissen, wenn ich euch dazu noch ein Video abdrehen soll. Das würde ich dann einfach mit in einen Vlog nehmen. Ich muss euch die Sachen unbedingt zeigen. Oh mein Gott, die sind so, so schön. Denn ich habe ja bei Action kein Kulturbeutel gefunden, leider. Und deshalb habe ich gedacht, werde ich dann bei TK Maxx fündig. Nein, es hat auch nicht wirklich geklappt, aber ich habe dafür ganz, ganz tolle andere Sachen gekauft. Ja, schreibt mir das einfach in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses kleine Action-Video, also dieser kleine Action-Haul, gefallen hat und dass ihr mir Feedback da lasst. Ich weiß nicht, wie ist das für euch? Seid ihr oft im Action? Kauft ihr da viel Deko fürs Haus oder eben auch eher Putzmittel? Oder Sachen für die Schule. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele Sachen, die wirklich sehr günstig sind fürs Büro, gerade Schreibwaren und so weiter. Also da kann man wirklich tolle Schnäppchen machen oder auch Spielsachen zum Beispiel. Ja, lasst mich das sehr, sehr gerne wissen, ob ihr einen Action in der Nähe habt. Wir haben leider über, ja, knapp 50 Kilometer Fahrt, aber ich musste dort sowieso was erledigen, deswegen hat es gepasst. Jetzt sitze ich hier und drehe euch dieses Video ab. Also meine Lieben, ich würde mich jetzt an dieser Stelle verabschieden. Hinterlasst mir sehr, sehr gerne euer Feedback. Ich würde mich total über ein Abo freuen, das natürlich kostenlos ist. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Die kleine Heidi, die immer so viel mit den Händen spricht. Also macht's gut. Ciao.